Frauenfußball begeistert, weil ich selber seit 15, 16 Jahren Fußball spiele, weil mir das viel Spaß macht und weil ich dann auch die Chance hatte, mal Spielerinnen aus der Bundesliga zu treffen, aus der Nationalmannschaft, und das war alles sehr viel familiärer und die wirkten sehr locker und eben nicht nur so darauf fixiert, Profis zu sein und Geld damit zu verdienen. Ich hoffe, dass die WM dazu führt, dass eben noch mehr Frauen und Mädchen sich für diesen Sport begeistern, auch vor allem in NRW sich dafür begeistern. Durch so Projekte wie Mädchen mittendrin sollen eben auch speziell Mädchen mit Migrationshintergrund gewonnen werden für diesen Sport. Und da hoffe ich mir, dass die WM dann noch andere Leute genauso begeistert für diese Sportart, wie ich begeistert bin oder wie die Spielerinnen auch mich begeistert haben für diese Sportart. Die WM auch dazu beitragen würde, Geschlechterrollen aufzubrechen. Also gerade im Fußball ist es ja noch sehr stark, das ist sehr stark männlich geprägt, und Frauen waren immer diejenigen, die eigentlich gar nicht mitspielen sollten und mitspielen dürften und ein Kaffeeservice zum ersten Gewinn der Europameisterschaft geschenkt bekommen haben. Wäre natürlich schön, wenn es gelingen würde, dass ja die Geschlechterrollen aufgebrochen werden und eben gezeigt wird, ja, Frauen können Fußball spielen und Frauen machen das genauso gut wie Männer. Aber wenn ich mir angucke, dass das Motto der WM ist, 2011 von seiner schönsten Seite, bin ich nicht mehr ganz so optimistisch, dass das Geschlecht irgendwie im Fußball vielleicht auch keine Rolle mehr spielt. Sondern es scheint immer noch wichtig zu sein, dass Frauen auch auf jeden Fall hübsch sind dabei. Und das, finde ich, ist nicht unbedingt das richtige Signal, was von der WM ausgeht. Achso, ich muss ja los.